Action. Ja, genau. Was geht? Was geht? Late Night, Schrauber-Session. Late Night Session. Spontane Basis. Ja, ganz spontan. Alles ganz spontan getroffen hier gerade. Cool. CRS ist auch locker drauf. Im letzten Video ein bisschen so fast liegen geblieben. Im Titel stand bestimmt liegen geblieben, ne? Der alte Fuchs. Hast du wieder irgendwie sowas reingeschrieben? Ja, wir sind dann noch zur Halle gekrochen, auf ganz langsam. Ganz entspannt. Es hat nichts geschliffen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir das Auto ein bisschen aufbocken. Es wird heute wieder auf den Boden geschraubt, oldschool. Warum ist das Auto abgesagt? Für die, die es nicht wissen, vorne Stahlfahrwerk, hinten Luft. Und der Kompressor hat irgendwie ein Problem. Wir wissen nicht genau was. Elektronisch funktioniert alles. Man kann alle Ventile ansteuern. Das haben wir, glaube ich, vor 25.000 Videos gemacht. Manchmal hebt er an, manchmal nicht. Ich denke, es wird ein mechanisches Problem sein in dem Ablassventil, was aber auch das Befüllventil ist. Gleichzeitig. Werden wir alles gleich sehen, weil ich den Kompressor ausbauen werde. Und wo kriegen wir einen neuen Kompressor her, Schlange? Das wo kommt der her? Ist doch wohl klar. Tada. Von Autodoc. Ohoho. Der ist brandneu. Und als das Auto liegen geblieben ist, war der auch schon da. Ich war einfach nur zu faul, den einzubauen. Wir gucken hier mal rein. Zack. Frisch, wie aus dem Ei gepellt. Bei Autodoc könnt ihr natürlich wie immer 5% sparen mit dem eingeblendeten Code AIKOY. Unten verlinkt die Autodoc-App. Da könnt ihr ganz einfach mit der Schlüsselnummer oder mit eurem Modell euer Auto eingeben und mal ein bisschen durchstöbern. Wirklich, also selbst ein Luftkompressor für einen CLS 63. Was willst du mehr? Haben sie da. Ja. Deswegen kann ich euch wärmstens empfehlen. Ihr seht ja auch andauernd irgendwelche Autodoc-Pakete hier rumfliegen. Dort bestellen wir wirklich sehr häufig. Hier ist der Luftanschluss. Auch sehr gut, was ich jetzt an diesem Ersatzteil finde, ist, dass hier das Fitting auch noch neu dabei ist. Ah ja, okay. Weil das hier ist so ein Pressfitting, das kommt über die Luftleitung, die Hauptluftleitung zum Lufttank, kommt da rein und da ist ein neues Fitting dabei, dann ist es auch dicht. Ne? So, ansonsten relativ unspektakulär, das ist die Hauptleitung zum Kompressor, ne, einfach nur zwei Pins und das ist das besagte Ventil, was zum einen die Luftzufuhr hier steuert und auch die Luftabgabe. Und ich glaube, das hängt einfach mechanisch. Das ist elektronisch okay, aber hängt mechanisch, das heißt, manchmal spackt er halt rum. Das nächste, was schlecht wäre, wäre, wenn es jetzt der Ventilblock ist. Ist der dabei? Nein. Der kostet nochmal 400 Euro. Von daher keine günstige Angelegenheit, aber es ist wie schon in einem W164 oder CLS-Vorgängermodell 219er, es ist eigentlich alles derselbe Quatsch. Und jetzt will ich euch eins zeigen. Das Auto war ja komplett abgelassen, es ist kein Luft mehr in den Luftbelgen. Ich habe den hier auf Hölzer gefahren, siehst du das? Ja. Damit ich überhaupt mit den runterkriege. Du siehst, was das für eine enge Angelegenheit ist. Sehr. Jetzt kommt wieder so ein Trick 17 von AIKO. Jetzt kommt der Test. Also, wir sind verschränkt. Das Auto ist verschränkt. Und es ist keine Luft in den Belgen, was ja wirklich ein Fahrzustand ist. Den erreicht man nie. Mhm. Und? Oh! No Schleifron. Geil. Ist das nicht herrlich? Hast du genau abgepasst wieder, ne? Du Fuchs. Boah, das ist geil, oder Jungs? Ja. Und Mädels natürlich auch. Der Hammer. Ich liebe CLS einfach, ne? Wenn man so schöne, schmale Achsen hat und so ein breites Auto. Also Achsen von der E-Klasse, Karosse gefühlt vom Ferrari. Ich schraub den alten erstmal raus. Dann kommt wie geschwind der neue rein. Jo. Ich habe jetzt aber auch Gas gegeben eben. Ja, Alter, der hat ja auf dem Boden rumgerudert, ey. Aber ich bin auf die Schlange auch schon sehr gespannt. Oh. Wenn das jetzt der Ventilblock ist, dann habe ich ein bisschen schlechte Laune, ne? Ich höre ihn auch nicht. Okay, dann geht die Suche wohl weiter in diesem Video.
Und ihr müsst auf die Zahlen, auf die Kostenaufstellung noch warten. Er sagt ja noch nicht mal, dass er irgendeinen Fehler hat, weißt du? Nee, das check ich nicht. Er sagt keine Störung, dass wenn wir ihn ansteuern, dass er einfach rödelt, aber keinen Druck aufbaut. Mhm. Aha. Wir haben eben Fehler ausgelesen, ich bin hier am Laptop dran. Drucksensor außerhalb des gültigen Bereichs. Ja. Aktuell und gespeichert, kam auch immer wieder, aber ist natürlich klar, wenn im Druckspeicher kein Druck drin nichts ist, dann drin ist er außerhalb des gültigen Bereichs. Ne? Weiß man jetzt halt nicht. Der Kompressor springt aber an. Ja, hier geht auch. Ja, geht auch. Der geht. Ich verstehe halt nicht, nur weil er 0 Bar im Tank hat, dass er dann den nicht anschmeißt. Ne? Aber gut, es ist schon mal ein Fortschritt. Ja. Weil das ja, hatten ja. wir vorher jetzt nicht. Ist er oben. Da hatten wir auch den Laptop dran und haben dann immer drauf gedrückt, der hat auch gerödelt, aber es kam nichts an. Hallo, es geht weiter. Ein paar Tage sind verstrichen und endlich habe ich einen neuen Ventilblock. Hier soll der Drucksensor drin sitzen, der defekt ist, der jetzt aktuell 35 Bar konstant anzeigt, was für ein Luftfahrwerk. Das ist sehr außergewöhnlich. Das bezweifle ich, dass der Sensorwert richtig ist. Deswegen kommt das schicke Ding hier rein. Ich hoffe, dass das nicht allzu schwierig wird, das einzubauen. Das werden wir gleich sehen. Ne, Phil? Schwierig? Na, hier ist nichts schwierig. Bei dir ist da gar nichts schwierig, ne? Nee, mir geht's nicht. Gut, gucken wir mal erstmal, wo das sitzt. Ich denke mal, irgendwo in der Kompressorgegend. Ne? Ja, hier wieder auf Oldschool-Basis aufgebockt. Hier ein paar Matten hingelegt. Und jetzt zeige ich euch, wo das gute Ding sitzt. Ja, hier. Ganz einfach zugänglich. 2 Schrauben und dann, ja, die Abdeckung hier, die muss ich auch nochmal abmachen. Genau, 2 Schrauben. Ein Stecker. Und von der anderen Seite seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier, da ist zum Beispiel eine Luftleitung. Und die Luftleitung geht natürlich zum Ventilblock. Und den werde ich jetzt einmal ausbauen. Den neuen einfach stumpf reinsetzen. Und dann wird das Luftfahrwerk bestimmt funktionieren. Ja, jetzt habe ich hier das alte Teil raus. Das neue Teil sieht auch ziemlich baugleich aus. Wieder mit neuen Fitting, so wie es beim Kompressor auch schon war. Das baue ich jetzt einfach in umgekehrter Reihenfolge rein. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr hier mit Unterstellböcken arbeitet. Ihr seht, das Rad ist in der Luft, weil wir da die Leitung hier gekappt haben. Und demzufolge ist das ganze Auto jetzt quasi hinten aufgebockt. Jetzt kommt das neue Teil rein und dann drücken wir mal hier, ne? Drücken wir mal die Daumen, dass das auch was wird, ne? So, das neue Ventil ist drin. Diagnose habe ich auch schon angeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, ob er hier was macht, ob alles dicht ist. Guck mal, wir machen erstmal hinten links, ja. Aha, es passiert was. Klingt auch dicht, also kein Zischen. Sehen wir hier auch an den Werten hinten links. Können wir jetzt schon den Wagenheber rausnehmen? Ne, der will noch nicht ganz, oder? Da ist er. Er steht wieder auf den Luftbelgen. Fehler sind jetzt auch keine mehr drin. Jedenfalls kommen keine neuen, bin ich der Meinung. Einen Augenblick, Leute, einen Augenblick. Genau, keine Fehler mehr. Und wir gucken jetzt mal nach dem Istwert. Drucksensor. Zentralspeicher. 8,1 Bar. Das klingt schon eher plausibel. Ich würde sagen, jetzt starten wir das Auto einmal, gucken, auf welche Höhe er sich einstellt. Die Felgenkäufer sind jetzt auch von dannen gezogen. Sehr schön, immer wieder wundervoll. Kleinanzeigen über Kleinanzeigen. Ja, das Fahrzeug ist sehr hoch. Mal sehen, was hier jetzt die Ist-Werte sagen. Was sagt er? Ist er zufrieden hier? Druckwerte, Zentralspeicher. Ja, das ist schon mal ein plausibler Wert, das ist schön. Fahrzeugniveau. Ah, viel zu hoch. Warum ist er so hoch? Eigentlich muss er hier auf 0 sein, bin ich der Meinung. Ich versuche mal eine Niveaukalibrierung durchzuführen oder es irgendwie hinzukriegen. Jetzt geht's los. Trink kurz aus. Ja, alles, nö, alles noch was drin. Beruhigt habe ich mich jetzt noch nicht. Unglaublich, oder? Unglaublich, das Luftfahrwerk, ne? Ja, da sind wir wieder beim Thema. Wo habe ich aufgehört? Irgendwie habe ich die Niveaukalibrierung irgendwie hingekriegt. Vielleicht du hast aufgehört, wo du sauer warst. Ja, weil hier irgendwelche Felgenmenschen reinkommen. Nein, 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 nein. Deswegen warst du nicht sauer, Eiko.
Wegen der Kalibrierung. Ja. Wie sagt man, Kasus Knacktus? Nee. Ja, genau. Also der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass vorne sind Niveausensoren für die Lichtregulierung, ne? Mhm. ILS Intelligent Light System. Hat aber komischerweise auch was mit dem Luftfahrwerk zu tun, weil die Werte von vorne gehen auch in das Luftfahrwerksteuergerät. Und vorne war ich ja zugange mit Querlenkern und so weiter und vorne hat es nicht ganz gepasst. Da habe ich ihn dann ein bisschen veräppelt, ne? Da habe ich ein bisschen am Sensor gebogen. Ja. Und irgendwie habe ich die Kalibrierung doch irgendwie hinbekommen. Jetzt gucken wir mal, also das jetzt Abstellposition. Ich finde auch sehr komisch, dass bei diesem Luftfahrwerk eine Abstellposition überhaupt hinterlegt ist, weil es ist ja nur hinten. Kriegt er dann einen Hängearsch, wenn man, weißt du, wenn man ihn abstellt normalerweise? Ach so, ja. Das. Und ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, weil vorher war auch vorne auch Tieferlegung drin, dass der Vorbesitzer so hoch hinten gefahren ist, weißt du? Nee. Weil sonst pumpt er sich ja immer so hoch. Wir fahren einmal kurz raus, warte, ich mache einmal Tor auf. Schlange, vielleicht passiert ja mal ein Wunder. Vielleicht passiert auch mal ein Wunder. Er wird wieder hochfahren jetzt. Einfach. Ja, jetzt hat er aufgehört. Was ist das? Es ist halt ein bisschen hoch, ne? So, und jetzt macht er die Tür zu und jetzt? Nee, erst wenn ich abschließe, glaube ich. Aber das soll die Fahrhöhe sein. Ja, warum, ey? Versteht man das? Nee. Also ich verstehe es jetzt nicht. Auch mal hier in die Kommentarsektion, ne? In die Kommentarfraktion. Die Frage, woran kann das liegen? Also ich habe keinen Einlernvorgang jetzt übersprungen. Also es gibt keinen Beladungsausgleich, so wie beim ABC-Fahrwerk. Dass er irgendwie das noch anpassen muss oder so. So eine geführte Kalibrierung, die man beim ABC-Fahrwerk machen muss. Woran hat es hier liegen? Ja. Ist das die Serienhöhe? Ist das einfach nicht tiefer gelegt? Soll das so? Wurde die Tieferlegung irgendwie wieder rausgenommen? Ist dadurch, dass ich den Ventilblock erneut habe, die Tieferlegung weg? Muss ich den jetzt wieder tiefer legen lassen? Ich weiß es auch nicht. Also morgen ist, morgen war das, ne? Morgen. Morgen ist ja, TC-Cars hier und der ist ja fit. Am Laptop? Ja. Ich glaube, Boberg war einmal da, Mehmet war mal da. Vielleicht hat der irgendeine Ahnung. Ich bin jetzt ratlos, muss ich sagen. Ja, also ich habe alles komisch gemacht, alles kalibriert. Denk mal, man muss das irgendwie austricksen. Wenn ich jetzt abschließe, dann geht er wieder runter. Glaube ich. Ja, warte mal. Er macht irgendwas? Ja, ja, guck mal. Jetzt geht er wieder runter. Und zwar ordentlich. Ja, ja, guck mal, wie viel. Also es ist echt... Muss ich mir auf Kamera angucken. Es ist echt so eine Sache für sich. Ich verstehe es gerade nicht ganz. Sei es drum, egal, vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge. Ich knall das Video jetzt einfach heute raus. Vielleicht gibt es ja irgendwas Schlaues unter euch. Nichtsdestotrotz, im nächsten Video werden wir mal auf die Kosten zugehen, ne? Oh ja. Die Kosten dieses ganzen Umbaus bzw. des Unfallinstandsetzungsverfahrens, ne? Es ist nicht ohne, sage ich euch. War nicht günstig, ne? Ja. Ich sag, mal, ein Japan-Lachs wäre günstiger gewesen. Ja, ja. Na gut, lasst wie immer ganz gerne ein Like da, immer eine schöne Art des Supportes. Und schaut auch bei den anderen allen Kollegen mal vorbei, die machen ganz witzige Sachen. Und ich denke mal, nächstes Video Samstag oder Sonntag. Ja. Gucken wir mal. Wir sehen uns. Tschüss.